Wenn es im Bett unruhig wird und du heute Morgen eventuell mit mückenstichähnlichen Bissspuren aufgewacht bist, solltest du jetzt dranbleiben. Denn in diesem Video erklären wir dir, wie du Bettwanzen von Milben unterscheidest, was du tun kannst bzw. wann du sogar etwas tun musst und viele Fakten über die Lebensweise der kleinen Parasiten. Als erstes müssen wir erkennen, ob es sich um Bettwanzen handelt oder um Milben. Fangen wir mit ein paar Fakten über Milben an. Milben kommen in jedem Haushalt vor. Im Bett, im Teppich oder auch in Kuscheltieren nisten sich die Milben gerne ein. Viele Haustiere sind auch von Milben befallen und somit können auch die Milben auf den Menschen übertragen werden. Die Milbe an sich ist aber kein Parasit, da du täglich mit ihnen in Berührung kommst. So sind die kleinen Spinnentierchen in jedem Bett vorhanden, da es hier schön warm und feucht ist. Durch deine Hautschuppen, die du permanent verlierst, ernähren sich die Milben. Erstmal keine Panik. Auch wenn die Vorstellung von Mitbewohnern im Bett nicht gerade angenehm ist, sind sie nicht gefährlich, sofern du keine Milbenallergie hast. Durch gründliche Hygiene im Zimmer, öfteres Wechseln der Bettwäsche und Absaugen des Bettes kannst du eine Überbevölkerung der Milben ganz gut in den Griff bekommen. Wenn du eine Allergie hast, dann zeigst du wahrscheinlich erkältungsartige Symptome, die sich oft direkt nach dem Aufstehen zeigen. Hier gilt natürlich eine noch strengere Hygiene. Denn nicht die Milben lösen die Symptome aus, sondern der Kot, den du ebenfalls nicht erkennen kannst. Ja, ich muss sagen, der Milbenkot gerät in deine Lunge und dadurch kommt es zu allergischen Reaktionen. Unterschiedliche Milben benötigen auch unterschiedliche Vorgehensweisen, um sie in den Griff zu kriegen. Im Haushalt wirst du sie nie ganz loswerden, es sei denn, du lebst in einem reinen Raum. Es hilft also nur, den Lebensraum für die Milben zu zerstören bzw. unattraktiv zu machen. Das heißt, oft staubwischen, putzen, saugen, Bettwäsche, Teppiche und Vorhänge heiß und oft waschen. Luftbefeuchter solltest du nicht verwenden und ständiges Lüften reduziert ebenfalls den Milbenbefall. Es gibt aber wie gesagt sehr viele verschiedene Milbenarten, die unterschiedliche Lebensräume besetzen. So ist die Vogelmilbe gerade in Geflügelbetrieben ein großes Problem. Auch hier hilft strenge Hygiene und zum Beispiel Milbenpulver, das du auch bei uns im Shop finden kannst. Genug über Milben. Kommen wir zu den Bettwanzen, die im Gegensatz zu Milben wirklich zu den Parasiten zählen. Wie anfangs erwähnt, sind Bettwanzen an mückenstichähnlichen Punkten bzw. Bissen auf der Haut zu erkennen, denn die Wanzen ernähren sich von deinem Blut. Im Gegensatz zu den Mückenstichen treten Bisse der Bettwanze oft nah beieinander auf. Häufig kommen die Viecher zwar nicht vor, vor ein paar Jahren galten sie sogar als ausgestorben, aber durch die Globalisierung sind gerade Hotelbetten, Krankenhausbetten und Flugzeugsitze oft wieder von den Parasiten befallen. Von da aus kannst du sie auch mit nach Hause bringen und schon leben und vermehren sie sich schnell und werden oft zum echten Problem. Denn loswerden ist oft gar nicht mal so einfach. Im Gegensatz zu Milben kannst du Bettwanzen aber schon sehen. Auch die Kotspuren kannst du erkennen. Braune, kleine Flecken auf der Matratze können ein Anzeichen für Bettwanzen sein. Wenn du echt Pech hast und der Befall schon sehr weit fortgeschritten ist, kann es zu einem ekligen Geruch kommen. Spätestens dann solltest du eine Bekämpfung nicht mehr aufschieben. Wo kannst du Bettwanzen sonst noch finden? Dafür musst du überall nachsehen. Unter der Matratze, hinter Lichtschaltern, Bildern oder Spiegeln, aber auch in Ritzen und Fugen, in Bohrlöchern, also hauptsächlich überall, wo es dunkel ist. Also auch mal unter dem Teppich nachsehen, ob du die Wanzen dort findest oder Kotspuren oder Häutungsreste findest. Wenn dein Bettnachbar keine Bissspuren hat, du aber schon, liegt es daran, dass du stark auf die Bisse reagierst und dein Bettnachbar wahrscheinlich nicht. Das ist nämlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Daher ist es wichtig, die Bettwanzen zu bekämpfen. Du kannst einiges selber tun bis zu einem gewissen Punkt. Dann muss ein Schädlingsbekämpfer ran und das kann gegebenenfalls auch mal eine Stange Geld kosten. Als erstes solltest du das gesamte Zimmer saugen, auch die Matratze und alle Ritzen gründlich durchsaugen. Löcher und Ritzen solltest du verschließen, damit die Wanzen sich nicht dort verstecken und vermehren können. Das reduziert zumindest erstmal die Anzahl der Bettwanzen. Zur effektiven Bekämpfung solltest du auf Nummer sicher gehen. Falls du dir nicht hundertprozentig sicher bist, solltest du eine Insektenbestimmung durchführen lassen. Das kann dein Schädlingsbekämpfer vor Ort tun oder du kannst die Insektenbestimmung in unserem Shop bestellen. Als Mittel gegen Bettwanzen empfehlen wir dir das Bettwanzen-Ex von Green Hero. Durch die ätherischen Öle werden die Bettwanzen abgeschreckt. Der Vorteil ist, dass du das Spray überall einsetzen kannst. Auf der Matratze, an Textilien oder auch an Möbeln.
Das Spray kannst du so alle 4 Wochen erneut verwenden und so solltest du neben der regelmäßigen Reinigung die Plage wieder in den Griff bekommen. Hast du derzeit Probleme mit Bettwanzen oder Milben oder hast du selber Tipps, die dir da geholfen haben? Oder hast du Probleme mit bestimmten Schädlingen, die wir auch mal im Video behandeln sollten? Dann schreib uns gerne in die Kommentare, lass ein Abo da und ganz wichtig den Daumen nach oben klicken, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, dann übernimmt mein Kollege Moritz.